Hallo Leute, wie geht's? Ich trinke mal eben einen Schluck. So Leute, ja, das ist jetzt 20 Minuten vor 4, also 20 Minuten vor 4 morgens oder nachts, je nachdem wie man das sieht. Ich hatte die Nintendo Direct von Nintendo live geguckt. Von 23 Uhr ging die bis 23:38 Uhr. Ich habe genau auf die Uhr geguckt, das war 23:38 Uhr, wo die zu Ende war. Die ging sogar etwas länger wie angegeben. Es war ja angegeben 35 Minuten. Die lief etwas mehr. Ich hatte ja Video hochgeladen, was ich live aufgenommen hatte und auch eben live kommentiert habe. Ich habe das zusammengeschnitten. Das findet ihr auch auf diesem Kanal. Ich habe da meine persönlichen Highlights zusammengeschnitten, was meiner Meinung nach die wichtigsten Switch-Spiele waren. Da waren jetzt Titel bei, wo vorher schon gemunkelt wurde, dass die kommen werden. Manche Titel waren geheim, die waren vorher überhaupt nicht bekannt. So, ich will mal anfangen. Also das erste Game war Super Mario Maker 2. Das war ja komplett neu. Es wurde aber natürlich vorher schon berichtet, dass das kommen könnte. Früher ja schon wurde darüber berichtet. Habe ich mich ja wahnsinnig drüber gefreut. Super Mario Maker 2 für die Switch erscheint im Juni diesen Jahres, also Juni 2019. So, dann kam Bloodstained Ritual of the Night. Das ist ja so ein Castlevania-Klon. Und da arbeitet ja so ein Japaner dran, mit dran, der auch Castlevania früher entwickelt hat für andere Konsolen. Bloodstained Ritual of the Night, nehme ich mal an, wird als Retail rauskommen, weil es wurde ja nicht eingeblendet eShop. Also gehe ich mal von aus, dass es als Retail-Version erscheint, was mich mega freut. Aber das war jetzt kein neuer Titel. Das war ja vor, also da wurde ja vorher schon in anderen Directs drüber berichtet von Nintendo. Bloodstained kommt dann im Sommer diesen Jahres raus. Dann wurde ja Dragon Quest Builders 2 gezeigt. Der erste Teil, der kam ja letztes Jahr auf der Switch raus. War jetzt auch nichts Neues, war klar, dass das kommen wird. Dragon Quest Builders 2 erscheint am 12. Juli diesen Jahres. Dann wurde gezeigt Dragon Quest 11. Das ist jetzt auch nichts Neues. Das war bekannt, dass Dragon Quest 11 auf der Switch erscheinen wird. Es heißt jetzt allerdings S im Namen, also Dragon Quest 11, also 11S. Hat eben den S-Zusatz, soll im Herbst diesen Jahres erscheinen, also Herbst 2019. Dann, wo ich mich mega drüber gefreut habe, war Rune Factory 4. Das kam vor einigen Jahren, sollte das auf dem 3DS erscheinen in Deutschland, wurde dann kurz vor Release gecancelt, kam leider nur zum Runterladen raus in Deutschland, leider eben nicht auf Cartridge, auf dem 3DS. Jetzt kommt eben Rune Factory 4 als Remastered, also noch verbessert, auf der Switch als Retail-Version. Und wo ich mich auch noch mega drüber gefreut habe, der fünfte Teil von Rune Factory ist auch noch in Entwicklung. Da wird einfach nur 2019 angegeben für Rune Factory.
Und das Spiel, wie gesagt, der vierte und fünfte Teil, Rune Factory, auch komplett neu. Da war vorher nichts drüber bekannt. Dann ein weiteres Game, was auch komplett neu war, auch das war geheim, ist Uninaki. Das wurde gezeigt. Das kommt im Sommer diesen Jahres raus. Und das Game ist von der Firma, die auch I Am Setsuna gemacht haben auf der Switch und Lost 4. Ja, dieselbe Firma. Dann wurde Yoshi's Crafted World gezeigt. Das ist ja nichts Neues, das wurde ja schon öfters gezeigt. Da wurde angegeben, heute im Laufe des Tages, also heute am 14. Februar, wird im Laufe des Tages eine Demo verfügbar sein vom ersten Level von Yoshi's Crafted World. Könnt ihr mal auschecken im eShop von Nintendo. Da könnt ihr dann im Laufe des Tages die Demo ausprobieren. Ich werde die Demo auf jeden Fall ausprobieren vom ersten Level. Yoshi's Crafted World soll am 29. März diesen Jahres erscheinen. Das ist also schon nächsten Monat. Dann wurde Fire Emblem Three Houses gezeigt. Muss man sagen, wurde auch nicht zum ersten Mal gezeigt, war auch klar, dass das erscheinen würde. Fire Emblem Three Houses wird am 26. Juli diesen Jahres erscheinen. Dann ein komplett neues Game, das es aber schon auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One gab, aber jetzt zum ersten Mal angekündigt wurde für die Nintendo Switch, ist Dead by Daylight. Da wird gesagt, das erscheint im Herbst diesen Jahres, also Herbst 2019. Und dann wurde Demon Ex Machina gezeigt, dieses Mech-Spiel für Switch. Auch da wird heute im Laufe des Tages, also heute am 14. Februar, eine Demo verfügbar sein im Nintendo eShop. Checkt das aus, könnt ihr dann mal die Demo ausprobieren von Demon Ex Machina. Bei dem Spiel wird angegeben, irgendwann 2019 soll das für die Switch erscheinen. Dann wurde gezeigt Grid Autosport von Codemasters. Das ist eine Umsetzung eines PS3 und Xbox 360 Games. Also das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das wurde früher auch schon gezeigt, also war auch nicht neu. Das soll dieses Jahr im Sommer erscheinen. Und dann meiner Meinung nach neu angekündigt ist die Switch-Version Hellblade Senua's Sacrifice. Das Game kam ja Ende letzten Jahres für die PlayStation 4 raus. Da wird angegeben, Frühling diesen Jahres kommt das raus. Dann wurde nochmal Mortal Kombat 11 gezeigt. Das war ja nichts Neues. Das erscheint nun doch am 23. April 2019. Es wurde ja schon gemunkelt, dass die Switch-Version deutlich später kommt, sondern eben erst Anfang Mai. Es wurde jetzt aber gesagt, nein, es kommt am 23. April, genau an denselben Tag wie die PlayStation 4 Version. Dann wurde gezeigt neu, und zwar Unravel 2. Das erscheint am 22. März 2019. Dann wurde neu gezeigt, auch das wurde aber schon im Vorfeld gemunkelt, dass das kommen könnte, und zwar Assassin's Creed 3, eine Remastered-Version.
Das erscheint auf der Switch am 21. Mai diesen Jahres. Dann wurde Final Fantasy 7 gezeigt. Das war jetzt auch nichts Neues. Das war bekannt. Das erscheint auf der Switch am 26. März, also schon nächsten Monat. Dann wurde Chocobos Mystery Dungeon Everybody gezeigt. Das war meiner Meinung nach auch nichts Neues. Das erscheint am 20. März diesen Jahres, also nächsten Monat. Dann wurde gezeigt Final Fantasy 9. Jo, das wird heute erscheinen, wurde angezeigt. Und dann wurde ein ganz neues Game gezeigt, und zwar von Platinum Games. Und die Leute, die das entwickelt haben, dieses neue Game, die haben auch Wonderful 101 gemacht auf der Wii U. Die haben Bayonetta gemacht. Die haben Nier Automata gemacht und Anarchy Reigns. Und zwar heißt dieses neue Game, was die gemacht haben, Astral Chain. Und das soll für die Switch am 30. August diesen Jahres erscheinen. Dann als letztes Game in dieser Nintendo Direct, ja, war Legend of Zelda Link's Awakening. Das ist ja schon ein älteres Spiel, aber das wurde jetzt in einer neuen Version gezeigt. Meiner Meinung nach gab es das Game ja schon, aber im neuen Grafikgewand wurde das gezeigt und für die Switch. Und es wurde ja schon länger gemunkelt, dass ein neues 2D Zelda den Weg auf die Switch finden würde. Da wurde nur gesagt, irgendwann 2019 würde das erscheinen. Ich war, muss ich dazu sagen, mit der Nintendo Direct hundertprozentig zufrieden, sogar mega zufrieden. Meiner Meinung nach, seit langer, langer Zeit, die beste Direct von Nintendo. Also ich bin da mega zufrieden mit. Ich wusste, dass Nintendo diesmal eine perfekte Direct abliefern würde. Da kann man nicht meckern. Also so tolle Sachen, so eine tolle Direct. Ich kann auch verschmerzen, dass zu Animal Crossing nichts gezeigt wurde. Das stört mich überhaupt nicht, obwohl ich so ein mega Animal Crossing Serienfan bin. Das stört mich gar nicht. Trotzdem fand ich die Direct mega hammergeil. Ich finde es auch gut, dass sie Animal Crossing nicht gezeigt haben. Stört mich gar nicht, weil da werden die, denke ich mal, demnächst eine eigene Direct zeigen, bin ich mir sicher, zum Thema Animal Crossing auf der Switch. Genauso wie sie es ja, bei Pokémon Evoli gemacht haben oder wie bei Smash Bros. Ultimate für die Switch. Da haben sie auch eine eigene Direct gemacht. Ich finde, das hat Animal Crossing auch verdient, dass sie da eine eigene Direct zu machen. Und es wird ja eben gemunkelt, dass das am 23. September rauskommen soll. Da hatte ich ja letztens schon drüber berichtet, dass ein britischer Händler das geleakt hatte, also reingesetzt hatte, dass eben Animal Crossing angeblich am 23. September diesen Jahres rauskommen soll. Also ich denke, bis dahin wird sicher noch eine Direct kommen, vorher, wo Animal Crossing dann vorgestellt wird. Ja, wie gesagt, ich bin mega zufrieden. Was mir noch aufgefallen ist, es wurden jetzt keine Super Nintendo Spiele vorgestellt für den Nintendo eShop. Das nicht, aber es wurde Tetris noch gezeigt, nebenher gesagt.
Und zwar für diese Nintendo App, für diese NES App, die es gibt, die man sich runterladen kann im eShop, wo man dann kostenlos, so oft man will, NES-Spiele spielen kann. Da ist eben kostenlos jetzt Tetris dann verfügbar. Das kann man im Multiplayer spielen. Das fand ich noch erwähnenswert. Tetris immer gutes Spiel gewesen, schon früher im Gameboy, auf anderen Konsolen. Ja, also wie gesagt, ich bin mega zufrieden. Ich habe mir die Direct, wie gesagt, live angeguckt von 23 Uhr bis 23.38 Uhr. Ja, ich bin mega zufrieden gewesen. Ja, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen wollte. Und ja, ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag und eine schöne restliche Woche. Ich hoffe, dass euch mein anderes Video gefallen hat mit meinen Direct, Nintendo Direct Highlights. Wie gesagt, das habe ich live aufgenommen, live kommentiert, als diese Direct ausgestrahlt wurde. Und ja, das waren meine Highlights, die ich da zusammengeschnitten habe. Und ja, ich bin dann raus. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael.